So, meine Freunde vom Kröckelbecken Sport. Mal kurz hin. Richtung Pantenweg starten, ja, dann wenden. Ich weiß, dass ich hier bin. Dankeschön. Es hat jetzt gerade ein kurzes Gewitter gegeben. Mit einem starken Regenschauer. Dauer in etwa 10 Minuten. Aber Starkregen. Jetzt wollen wir mal gucken, was 10 Minuten Starkregen ausmachen. Ja, ich habe euch gesagt, und das ist kein Scherz, lediglich nur 10 Minuten. Und hier haben wir natürlich jetzt auch wieder einmal eine Riesensauerei. Da läuft der Stauraumkanal über. Hier am Pantenweg, am Kubach. Und ich lüge euch nicht an. Es hat wirklich 10 Minuten nur mal kurz stark geregnet. Und siehe da, die Kanalisation, die haut wieder alles hier raus. Der Kubach läuft schon rückwärts. Das muss gerade passiert sein. Ja, wie man sieht, füllt sich das auch alles. Schaut euch mal hier diese Sauerei jetzt an. Und wie gesagt, es ist wirklich nur ein kurzer Regenschauer von 10 Minuten gewesen. Immer mal kurz Pause. Aus dem Kubach wird auch gerade ein reißender Strom. Boah, das ist ja noch mehr geworden jetzt. Da! Schaut euch das an. Da gehen die Köttel auch mit. Die nicht klärpflichtigen und stark verdünnten Abwasser. Ich hoffe, man sieht es. Die ganze Suppe, alles kommt hier rausgeschossen. Seht ihr diesen Schleier da drauf? Da. Binde, Kacke, Köttel, alles. Hier schwimmt es richtig. Aber die sagen gerne nicht klärpflichtig, stark verdünnt. Natürlich. Hier, Klopapier, Binden. Das ist unglaublich. Ich fahre jetzt mal woanders hin. Wartet mal eben. Guckt mal da, wie das da rausgeschossen kommt. Ich kann leider nicht heranzoomen. Aber das kommt da richtig rausgeschossen mit einem ein richtiger Wasserschwall kommt da rausgeschossen aus der Kanalisation. So extrem habe ich das letztes Mal nicht erlebt. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Unter anderem auch die
Abwässer von Schering landen jetzt hier in der freien Natur. Ganz schlimm sowas. So, ich fahre jetzt gleich woanders hin.